Mein Name ist Andreas Dierking. Ich bin Architekt, Bauingenieur. Bin seit mehreren oder jähren Jahrzehnten auf dem Meer auch unterwegs als Skipper für die Firma Windbeutelreisen. Und aufgrund meiner Forschungstätigkeit, die unter anderem beinhaltet Gridsysteme für die Städte, also alles, was mit Energie zu tun hat in Gebäuden und Häusern, bin ich irgendwann auch Dozent und Professor jetzt an der Hochschule geworden. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich mehr privat und auch jetzt inzwischen in der Forschung damit befasst, wie kann man das Segeln, die Häfen, also alles jetzt bezogen auf den Sportbootbereich, auf den Freizeitbereich in Zukunft umweltfreundlicher gestalten, nachhaltiger. Und die Haupt- oder die Kernfrage war dann immer, was ist eigentlich mit der Energie in so einem Hafen? Und drauf gekommen bin ich eigentlich in einer lauen Nacht in Korfu war es im Hafen, wo ich die ganzen Schiffe vor mir gesehen habe, die da immer im Hafen liegen. Und ich habe auch mal ein Jahr in der Nähe von Genua im Hafen gestanden, bin mal ein Jahr ausgestiegen, habe da auch gearbeitet in Chiavari bei Genua. Da will noch einer eintreten, einmal eintreten. Und ja, was mir aufgefallen ist, es stehen wahnsinnig viele Boote im Hafen. Da gab es auch vor kurzem bei Arte einen Bericht, der nannte sich Segel setzen, Zeichen setzen. Das waren junge Studenten aus der Gegend von Marseille. Auch die haben das dann nochmal bestätigt. Die haben nämlich eine wissenschaftliche Arbeit darüber gemacht, wie werden überhaupt Segelboote genutzt und wie viel sind unbenutzt. Und aus dem ganzen Thema raus haben die inzwischen einen ökologischen Seetransport entwickelt. Und zwar nehmen die Schiffe von Eignern, um zum Beispiel Öl aus Griechenland nach Frankreich zu fahren, von Schiffen, die so gut wie nicht benutzt werden. Aber was wichtig war, in dieser Studie kam raus, dass von 10.000 Booten im Schnitt jedes Boot 15 Stunden im Jahr auf dem Meer ist, also im Schnitt. Die haben über alle Boote, über alle Eigner, die haben wir so eine riesige Umfrage da gemacht, die ging über 3 Jahre und haben herausgefunden, dass die Boote so gut wie nicht benutzt werden und im Endeffekt im Schnitt 2 Tage im Jahr auf See sind und den Rest stehen sie im Hafen. So, und jetzt muss ich gucken, Bild weiter. Genau. So, was ist die Situation in den Sportboothäfen? Ich mache jetzt mal ganz am Anfang nochmal so eine allgemeine Betrachtung, bevor ich auf dieses ganze Thema Energie eingehe. Erstmal sind sie voll mit Booten. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf, aus einem Material, wo wir in Zukunft auch mit Problemen bekommen, weil man kann es eigentlich kaum recyceln. Viele Häfen, die ich kenne, von der Nordsee, England, über die Karibik bis Mittelmeer, also ich bin da schon überall rumgesegelt, meistens auf so 40 bis 60 Fußjachten, das ist auch so der Schwerpunkt. Aber das sind inzwischen auch vor allen Dingen in den Charterhäfen, Kroatien, Griechenland, Sardinien, Elba, wo ich überall unterwegs war die letzten Jahrzehnte, die Bootsklassen, die da auch im Charter und überall unterwegs sind und auch die, da mal unterwegs war, weiß, dass selbst die Charterboote ja von September, Oktober bis März, April auch nur im Hafen stehen. So, die Häfen sind überhaupt nicht für den Klimawandel gewappnet. Sie sind in der Regel, obwohl sie am Meer sind, in der Sonne etc., gibt es fast keine Solaranlagen, auch nicht für die WC-Anlagen, für die Duschen. Der Strom wird nicht selber erzeugt. Man sieht in der Nähe, außer in Sardinien, inzwischen keine Windräder. Die Häfen sind meistens Energiesenken, so nenne ich das aus meinem Fachbegriff oder Jargon aus. Also es wird nur Energie reingesteckt, es kommt nichts raus. Es ist wenig Interaktion mit der Umgebung, bis hin, dass inzwischen Häfen auf Elba, in Kroatien und so weiter ein Problem aufwerfen, weil sie verbrauchen so viel Strom, dass der kleine Ort hinten dran ein Problem kriegt mit der Stromversorgung.
Ja, und die Nutzer, die eigentlich da runterfahren, um sich auf dem Meer zu vergnügen und das Meer zu genießen, verhalten sich eigentlich im Großen und Ganzen wie Feinde des Meeres. Also so habe ich es mal als Begriff festgehalten. So, das sind alles Bilder aus Häfen. Was sieht man da? Ein Haufen Dreck, vergammelnde Boote an Land, auf dem Wasser, unter Wasser Reifen, kaum noch Fische. Jeder weiß, dass vor allen Dingen das Mittelmeer, die Adria inzwischen wirklich in kritischem Zustand ist. Ich bin da auch mit dem Helmholtz-Institut in Kontakt. Ich habe über die ESA, das zeige ich Ihnen nachher auch nochmal, Zugriff auf Satellitendaten. Ich kann mir da auch selber was inzwischen angucken, weil ich da regelmäßig mit meinen Studenten zur ESA fahre, weil ich mich auch mit dem Bau im Weltraum inzwischen beschäftige, aufgrund Kontakte zur ESA. Und GfK, was mal ein Segen war, ist jetzt ein Fluch. Wir wissen es auch von den Windrädern. Da habe ich auch schon mal jetzt Forschung und Recherche betrieben. Es gibt keine vernünftigen Recycling von Booten, eigentlich gar nicht. Auch kein Upcycling unter sowas in die Richtung. Und bei Windrädern ist es auch in den Anfängen. Da gibt es in Holland eine Firma, habe ich herausgefunden. In Nordrhein-Westfalen fängt jetzt einer an. Aber im Großen und Ganzen ist das Thema GfK und Recycling nicht gelöst. Und das Ende sieht im Endeffekt so aus wie hier. Die Boote vergammeln da irgendwo, bis hin, dass sie mutwillig versenkt werden. Da habe ich also Daten von Versicherungen. Da hatte ich auch mal einen Kontakt. Der sagt also, dass über 50% der Boote, die versenkt werden, mutwillig versenkt werden, um über die Versicherung nach 10 Jahren oder so an Geld zu kommen. Ja, das ist die Situation im Meer. Also ich tauche auch und schnorchle. Bin selber als Kind in Genua aufgewachsen, 1977. Da sah das tatsächlich noch so aus wie hier. Mehr Fische als Müll. Inzwischen haben wir mehr Müll als Fische. Also wir sind gerade so am Kipppunkt und wir haben das ganze Thema Mikroplastik, was über Sonnencreme und so weiter eingetragen wird. Also alle diese Themen sind ein Thema, was auch den Wassersport inzwischen hellhörig machen muss, weil eigentlich ist ja das Meer der Ort, wo der Wassersport stattfinden soll. Nur wenn das Meer irgendwann nicht mehr funktioniert und kippt, wir haben es die letzten Jahre gesehen. Es ging los mit Algenpest, es ging los mit Wallenpest. Ich hatte mal ein Jahr, ich glaube, das war 2019, da war wirklich von Südgriechenland bis hoch Nordkroatien die Mittelmeertemperatur zwischen 28 und 31 Grad. Auch das ist dann, was den Sauerstoffgehalt betrifft und das Leben im Meer. Flora und Fauna wirklich eine Katastrophe allmählich. So, wie werden heute Häfen gebaut? Auch das ist so ein Thema. Habe ich wieder auch aus meiner Vorlesung Gebäudekonstruktion und nachhaltiges Betreiben von Gebäuden. In der Regel werden tatsächlich Häfen, unten rechts, das ist ein ziemlich neuer. Das ist in Sardinien, Porto Orlando. Wird Unmengen von Beton verbraucht. Es ist kein Schatten da. Auf den Stegen brennt die Sonne. Die Stege an sich sind, wenn es geht, auch noch aus Beton. Auf jeden Fall mal die eigentlichen Teile unter Wasser. Wenn es geht, ist die ganze Mauer außenrum noch aus Beton. Die Gebäude, die Vorflächen etc. Und wenn man weiß, dass eine Tonne Beton 800 Kilo CO2 produziert, ist halt auch die Frage, ob man in Zukunft so noch Häfen bauen kann. Und auch da habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Das ist nochmal das Thema Energiesenke. Da komme ich nachher nochmal dazu. Ich habe einen kleinen Hafen nördlich von Barcelona, bin ich in Kontakt. Da wollen wir eventuell mal über zwei Stege und den verwaisten Gebäuden so eine Art Prototyp jetzt bauen. Da gibt es auch Kontakte zu zwei Herstellern zu Booten. Komme ich aber auch noch mal nachher drauf bei dem Schwerpunkt Hafen als Kraftwerk, Hafen als
Energiespeicher. So, generell müssen wir natürlich mal schauen, dass wir vor Ort, egal wo, das Meer nicht mehr belasten. Das kann man verschiedene Maßnahmen, wie man die Gebäude betreibt, wie man den Hafen baut, wie man die Schiffe betreibt, wie man die Energie zur Verfügung stellt und auch speichert und wie man den ganzen Hafen einfach mal als nachhaltiges System betrachtet. Da komme ich auch wieder nachher nochmal zu. Da habe ich auch mal so Energieflows und so weiter schon mal kreiert. Da gab es auch mehrere Masterarbeiten schon bei meinen Studenten. Warte mal gerade, da ist schon irgendwas im Chat. Mal gerade gucken. Hat sich nur jemand ausgeklinkt. Ah ja, okay. Gut. Also, dieses ganze Thema Hafenbau, wie baue ich einen Hafen, wo baue ich einen Hafen, wie gehe ich mit der Umgebung um, vor allem wenn es auch ein Ort ist oder auch die Natur, wie bringe ich dort einfach ein nachhaltiges System zum Laufen, das einmal den Wassersport, die Freude am Meer weiter verfolgt und andererseits natürlich darauf achtet, dass Lebensraum, Fauna und vor allem die Örtlichkeit, die alte, gewachsene Örtlichkeit einfach nicht beeinflusst wird. Das ist so ähnlich, wenn ich hier, so passiert es hier gerade im Nachbarort, 500 Einwohner und es wird ein Neubaugebiet mit 200 Einwohnern gebaut. Da muss man sich auch fragen, wurde da überhaupt drüber nachgedacht, was ist denn eigentlich mit den alten Einwohnern und wie soll das in Zukunft zusammenkommen? Einmal menschlich und mit den ganzen anderen Aspekten, Verkehr, Energie, Müll, alles was dazugehört. So, geht's noch weiter. So, Hafenbau, da habe ich mir dann mal Gedanken gemacht, auch mit Studenten. Ich hatte mal einen Nachhaltigkeitsturn veranstaltet. Auch da mal so ein paar Zahlen für die Zuhörer. Wir haben im Moment, wenn man die Nachrichten anmacht, außer Ukraine-Krieg eigentlich nur noch Energie. Wir hatten das ganze Thema in Deutschland mit Kernkraftwerken und. Aber die Frage ist, nehmen wir auch noch die jungen Leute, die inzwischen auf die Straße festkleben, weil sie nicht mehr wissen, wohin und mit der Zukunft nicht zurechtkommen. Bei dem Nachhaltigkeitsturn ist rausgekommen, wenn 10 Leute eine Woche nach Neapel fliegen, um zu segeln, heißt das ungefähr 12 Tonnen CO2. Mit Flug ist ein Diesel. Ich habe dann mal noch den Einkauf mit dem Plastik mit reingeholt. Ja, so ein paar Grundbedürfnisse, den Energieverbrauch vor Ort im Hafen und so weiter, kam ich auf gute 12 bis 13 Tonnen CO2-Ausstoß für eine Woche Segeln im Mittelmeer. Das heißt umgekehrt, das ist ungefähr der Verbrauch eines deutschen Bürgers im Jahr oder 50 Vietnamesen in einem Jahr. Und da ist dann auch die Frage, wenn man die Zukunft sieht, CO2-Bepreisung, neue Kraftstoffe und so weiter, wird das in Zukunft überhaupt so noch möglich sein? Ne? Oder muss man auch da mal umdenken? Ich bin gerade mit meiner Firma Windbeutelreisen da ein Konzept am Erstellen. Weil zum Vergleich, wenn man denselben Turn macht und mietet sich einen 9-sitzigen Bus in Deutschland und fährt zusammen runter, kommt man auf ein Zehntel von CO2-Ausstoß, also auf 1,2 Tonnen und geht immer noch eine Woche segeln, braucht aber dann natürlich einen Tag und einen Tag Abreise mehr. Die andere Idee ist, die setzen wir jetzt schon bei Windbeutel um, wir bieten nicht mehr generell 7-Tage-Turns an, sondern lieber 10 bis 14 Tage und überreden die Leute, statt zweimal mehr segeln zu gehen, einmal länger segeln zu gehen und dann bringen wir unseren CO2-Ausstoß bei der Hälfte der Flüge auch schon wieder um 50% nach unten. So, was ich hier noch zeigen will, wenn man dann so einen Hafen baut, wobei unten rechts, das ist Portofino bei Genua, das ist natürlich ein alter, gewachsener Hafen, der entstanden ist aus einem Fischerhafen. Portofino war tatsächlich mal ein Hafen, der hatte auch was mit Delfinen zu tun. Aber solche natürlichen Buchten kann man natürlich, ohne jetzt irgendwie erstmal in die Natur einzugreifen, da gibt es auch ein Beispiel auf Ischia, da gibt es noch Beispiele in südlich von Korfu, Paxos, Antipaxos,
wo man solche natürlichen Buchten mit wenigen Eingriffen, die müssen natürlich dann irgendwie passen von der Hauptwellen- und Wetterlage, mit wenig invasiven Eingriffen, das heißt im Meer, am Meeresboden, am Ort selber zu einem Hafen umbauen kann. Da auch mal wieder eine Zahl und ein Beispiel. Ich bin vor über 15 Jahren, habe ich begonnen zu segeln, da auch in der Nähe von Drogir bei Split. Das war auch so eine natürliche Bucht mit so einer Insel. Schio war so eine Halbinsel. Dort standen damals ungefähr 200 Boote, wenn es viel waren. Diese Bucht ist inzwischen vollgeknallt bis 3000 Boote in der Saison. Und da können Sie sich vorstellen, was da mehr passiert, was da an der Tankstelle passiert und was überhaupt mit der ganzen Umgebung und der Örtlichkeit passiert. Also das ist nicht mehr wiederzuerkennen. Und das Meer ist wirklich, wenn Sie auch da am Hafen stehen, in Tony Sackett oder so, da in der Nähe, es ist wirklich voll mit Müll, mit Diesel, mit allem Möglichen. Und der Hafen an sich funktioniert auch nicht mehr bei 40 Grad. Alles ist überhitzt. Sie können sich kaum auf dem Boot, auf den Stegen im Hafen aufhalten. Es ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. So, wie gesagt, das waren so typische Hafenbauformen. Kommt auch aus so einer Masterthesis von einem Studenten raus. Wir haben auch schon so Modelle gebaut, ich selber auch, wie man vielleicht hier mit solchen natürlichen Buchten da in Zukunft arbeiten kann, wenn es die überhaupt noch gibt und welche nutzbar sind. Wie gesagt, der größte Teil wird wohl sein, vorhandene Häfen irgendwie ökologisch auf Vordermann zu bringen. Es gab auch schon ein paar Artikel, wie gesagt, zu diesem ganzen Thema, unter anderem in der Zeitung Ocean 7. So, und dann kommt das eigentliche Thema Hafen als Kraftwerk und als Speicher. Da haben wir immer so verschiedene Matrixen gemacht, die Studenten und auch ich. Was ist denn überhaupt das Thema? Das wird jetzt leider teilweise in Englisch, das liegt daran, weil wir das einmal auf die Kanarischen Inseln und einmal schon, wie gesagt, nach Spanien und nach Mallorca zur Verfügung gestellt haben, aufgrund von Anfragen. Also, was kann überhaupt in Zukunft in so einem Hafen stattfinden? Wie kann ich irgendwie was verbinden? Energieflüsse? Muss ein Hafen unbedingt nur was sein für Boote? Kann ich es verknüpfen mit Leben auf dem Land? Sogar Leben auf dem Wasser, sowas gibt es ja ganz gerne in Holland. Da gibt es auch so eine Firma Floating Boats, mit denen ich Kontakt habe. Kann man den ganzen Hafen, wenn er zum Beispiel wie in Elba oder auch in England an der Nordsee, Ostsee, mit dem Hafen in Verbindung ist, vielleicht erweitern um sportliche Aktivitäten an Land, um einfach so einen Hafen vielfältiger zu nutzen, eine soziale Interaktion zu haben, also dass so ein Hafen nicht wird wie so ein Ghetto für Reiche, die da irgendwie segeln gehen, dass der Sport, der Segelsport wieder in den Vordergrund kommt. Und je mehr ich natürlich hier von diesen Punkten dazu nehme, desto größer wird natürlich der Energiebedarf und somit auch die Speicherung. Kann ich mit den Abfällen mit Biomasse dann schon arbeiten? Kann ich Wärmepumpen betreiben mit irgendwelchen Energien, die übrig sind? All das haben wir mal beleuchtet und da gibt es sehr, sehr viel Potenzial. Und nach meiner Meinung würden die Häfen dann auch wieder einen ganz anderes Gesicht bekommen. Und wie gesagt, die ganze Interaktion mit vorhandener Infrastruktur, mit sozialen Komponenten, mit überhaupt der Umgebung der Natur wäre einfach ganz anders neu aufzustellen. Hier haben wir das dann mal so ein bisschen mehr betrachtet, was so den ganzen Energieflow angeht. Was haben wir überhaupt für Energien? Also wir hätten vielleicht Windturbinen in der Nähe, in Sardinien habe ich das schon mal betrachtet. Das wäre da ganz gut möglich mit den vorhandenen Windturbinen und den Häfen, da so ein Grid-System mehr oder minder aufzubauen. Wir haben Solarpanels auf dem Boden, komme ich nachher nochmal drauf. Wir hätten Solarpanels, also PV für Strom,
auf den Dächern, auf den Booten, vielleicht in Zukunft auf Verschattung von den Stegen. Zeige ich auch nachher nochmal Bilder, haben wir schon im CAD Stege entworfen. Wir haben vertikale und horizontale Windturbinen. Wir haben im Offshore-Bereich Wellenenergie, die wir nutzen können. Wir können Gezeitenkraftwerke, das wird dann natürlich sehr teuer, aber selbst sowas geht im kleinen Maßstab. Wir haben hier zum Beispiel gar nicht weit von mir weg eine Mühle auf dem Rhein, die da hängt und im Endeffekt durch den Fluss des Rheines wieder das Mehl produziert wie früher. Das wird da gerade im Versuch ausprobiert in der Nähe von Mainz. So, wenn wir diese ganzen Energien haben, haben wir natürlich das Problem wie immer bei den regenerativen Energien, dass in der Regel tagsüber viel Energie da ist, wobei bei der Windenergie ist es nicht unbedingt so, aber bei Photovoltaik und so weiter. Und nachts natürlich und abends den großen Verbrauch. Das trifft auch bei den thermischen Solaranlagen, wo ich also warm Wasser produziere. Auch da habe ich schon mal für einen Tennisplatz und so konzipiert, gibt es immer das Problem, wenn die Sonne da ist, braucht keiner das warme Wasser. Wenn ich Photovoltaik produziere, brauche ich nicht unbedingt den Strom. Und wo schicke ich ihn hin und parke ihn kostengünstig und hole mir ihn dann abends, wenn es dunkel wird, wenn ich Strom verbrauche, ihn wieder raus. Ja, da gibt es so Begriffe Power to Gas. Man kann den Strom dann in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegen und hinterher wieder umwandeln und Strom daraus produzieren. Man kann irgendwelche kleine Seen, also Wasser irgendwo hochpumpen und abends wieder runterlaufen lassen. Auf dem Boot selber kann ich Strom erzeugen, PV in meine Batterien. Wenn ich segle, kann ich den Antrieb umpolen und kann quasi die Energie während des Segelns wieder in die Batterien reinbringen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, Energie zu produzieren. Und es sind tatsächlich auch schon viele Möglichkeiten da, Energie zu speichern. Und durch die neuen Boote, komme ich nachher auch nochmal an einem Beispiel drauf zurück, hat man plötzlich auch wirklich Kraftwerke im Hafen stehen. Das war auch nochmal so die Auflösung des Ganzen, mal ein bisschen übersichtlicher. Also wir haben PV und Wind, wir haben Boote und Batterien, vielleicht sogar so ein Power-to-Gas-Geschichte. Wir haben Wellenkraftwerke, wir haben vielleicht eine Interaktion mit dem Ort nebendran und haben da so einen Energieflow und oben den Hafen mit den Booten. So, alles, was wir dazu brauchen, gibt es eigentlich schon. Das sind jetzt zum Beispiel Beispiele für Häfen im Binnenbereich. Da könnte man sogar mit schwimmenden Solaranlagen arbeiten. Da mache ich jetzt auch gerade für die NABU ein Forschungsprojekt, dass man mal schaut, wie diese Anlagen zu betreiben sind und ob sogar durch das Liegen im Wasser und deren Kühlung die Effizienz maßgeblich gesteigert wird. Das ist einfach mal so ein Thema. Und der NABU will natürlich wissen, was hat das Ganze für einen Einfluss auf Flora und Fauna, wenn ich da solche großen Flächen im See verschatte. Dann gibt es ja noch das Problem der Temperatur des Seewassers inzwischen. Also da muss man erstmal mit kleinen Feldversuchen schauen. Sie sehen auch hier verschiedene Beispiele, wo die ganz flach auf dem Wasser liegen. Da sind sie so ein bisschen angestellt und hinterlüftet. Ist nicht das Nonplusultra, aber möglich ist es letztendlich. Auf dem Meer natürlich wieder schwierig mit Wellengang und so weiter. Aber theoretisch möglich. Dann haben wir natürlich die Windkraftanlagen. Ist in Südeuropa wieder ein Problem mit der Baugenehmigung, Wellenkraftwerke. Baugenehmigungstechnisch auch wieder ein bisschen problematisch. Dann haben wir hier natürlich noch die Gebäude an sich, die betrieben werden. Also zum Beispiel der Yachthafen mit dem Yachtclub. Inzwischen gibt es viele mit kleinen Hotelanlagen. So, und da
sind wir dann auch drauf gekommen, dass man vor allen Dingen in vorhandenen Häfen mit vorhandenen Stegen mit Betonsockeln und Betonkernaktivierung, also indem man an die Betonsockel oder wenn man sie neu baut, in den Beton rein Leitungen legt mit einem Medium, relativ gut Wärmepumpen betreiben kann, weil Wasser in der Regel, vor allen Dingen in der Tiefe von 2-3 Metern, eine ziemlich konstante Temperatur hat und die ist eigentlich sehr gut nutzbar, um Wärmepumpen zu betreiben. Und das im Sommer wie im Winter, weil im Sommer kann ich mit solchen Anlagen natürlich auch Kälte produzieren. Genauso wie ich mit thermischen Solaranlagen, wenn ich in Richtung Röhrenkollektoren gehe, auch überflüssige Wärme im Sommer zu Kälte werden lassen kann. Kann dann natürlich auch wieder mit Speicher arbeiten, für Hafen, für Gebäude. Also da gibt es auch wieder genug Interaktion, bis hin, wenn ich nebendran noch einen kleinen Ort habe, kann ich da auch wieder Energie rein und rausschicken. Was sich jetzt erst die letzten Jahre entwickelt hat, da habe ich auch nochmal andere Folien, die kann ich Ihnen nachher noch zeigen. Also es gibt mehrere Firmen, die inzwischen Katamarane herstellen, mit oder ohne Segel, die in der Spitzenleistung bis 17 Kilowatt Peak PV an Bord haben. Bei den Segelbooten habe ich eins gefunden mit 5 Kilowatt Peak. Das ist jetzt auch ein kroatisches Modell, das andere ist ein Modell aus Frankreich und aus Mallorca. Es gibt inzwischen Segel, die mit PV-Modulen belegt sind. Und jetzt kam vor kurzem auch noch ein junger Herr drauf und hat was entwickelt. Das heißt, wenn ich das Segel runter habe, ziehe ich an dem gleichen Mast flexible PV-Anlagen hoch, wenn ich im Hafen stehe und oder in der Bucht und kann dann relativ große Flächen, zu einem schlechten Wirkungsgrad, auch wieder nutzen, um PV-Strom zu erzeugen. Stehen die Boote dann im Hafen, sind sie plötzlich Kraftwerke für den ganzen Hafen. Ja, das ist mal ein Beispiel, das habe ich auch noch gefunden, wie Häfen vielleicht in Zukunft aussehen können. Es wäre natürlich auch eine Möglichkeit, gar nicht mehr irgendwie auf das Land, auf die Insel und so weiter in die Natur einzugreifen, sondern ich verlege den ganzen Hafen als schwimmende künstliche Insel vor das Land, vor die Insel. Auch da gibt es einen französischen Architekten, der sich da wirklich mit beschäftigt, wie man auf und unter Wasser bauen kann und wie Sie hier sehen, dann auch die Bootshäfen damit integrieren in diese schwimmenden Inseln. Hier sehen Sie auch PV-Strom. Man kann ja auch inzwischen Fenster ausbilden. Die Fenster sind und PV-Anlage. Sowas wäre natürlich auch vielleicht in Zukunft eine Lösung. Und dann könnte man natürlich vor allen Dingen auf dieser Insel schauen, dass man Ver- und Entsorgung und alles ziemlich umwelt- und CO2-neutral gestaltet, Stoffkreisläufe bildet und so weiter. So, dann kam, wie gesagt, eine Anfrage aus Spanien, das ist südlich von Barcelona gewesen, ein kleiner verwaister Hafen, da gibt es einen privaten Investor, der von mir mal wissen wollte, was man mit so einem Hafen machen kann. Und das haben wir uns dann mal genauer angeguckt, also da waren mehrere Stege frei, die gar nicht belegt waren. Der Hafen war total unattraktiv. Er ist in der Nähe von einem kleinen Ort. Der Ort hat überhaupt nichts von dem Hafen. Im Hafen selber war mal Größeres geplant. Das sehen Sie hier an den roten Flächen. Die haben wir dann mal uns ausgesucht und haben gesagt, mit diesen zwei Stegen und den roten Flächen in den Gebäuden, da fangen wir jetzt mal mit an zu planen. Da gibt es auch immer noch Kontakte, ob man da den ersten Versuchshafen jetzt macht mit Solarbootherstellern, mit Elektrobootherstellern.
mit Herstellern von Antrieben, mit Herstellern von Zubehör, Wärmepumpen. Ja, da gibt es tausende Kontakte. Ich bin da auch immer noch dran. Das ist leider sehr langwierig und zäh, bis man dann endlich mal in die Praxis kommt. Es sind Forschungsanträge gestellt bei der Europäischen Union, um da mal explizit einen kleinen Ausschnitt von Hafen zu entwickeln, zu monitoren, und dann kann man das hinterher hochpotenzieren, wie ich es dann auch selber mal theoretisch gemacht habe. Wie gesagt, wir haben diese zwei Stege mal genommen. Hinten standen die Gebäude. Wir haben mal geschaut, was kann man überhaupt an den Stegen ändern. Also einmal wäre dringend nötig, auch wegen den Temperaturen, Stege inzwischen zu beschatten. Die Beschattung kann ich dann natürlich als Photovoltaikanlage auslegen. Die Infrastruktur müsste verbessert werden. Auch da gibt es schon Hersteller. Viel kann aus dem Automobilbereich übernommen werden, dass man in Zukunft dann Ladesysteme hat, die Boote nicht nur mit Strom beladen, sondern im gesetzten Fall auch den Strom wieder aus den Booten rausholen. Man könnte, auch da kamen wir in Gesprächen drauf, die ganze Infrastruktur etwas anders gestalten. Wer von Ihnen schon in Häfen unterwegs war, weiß, wenn man Pech hat, steht man ganz am Ende vom Hafen, und ganz am anderen Ende vom Hafen, anderen Ende vom Hafen ist das WC, die Dusche, der Müll etc. Auch sowas haben wir uns überlegt, ob wir da nicht dezentrale Geschichten auf dem Steg macht. Dann hier so eine, wir haben es mal Greenbox genannt, so eine Box entwickelt, die die ganze Fe- und Entsorgung, LAN, WLAN, Wasser, Abwasser, alles zur Verfügung stellt und das dann auch geordnet fair und entsorgt. Ist technisch lösbar, machbar, und eigentlich ist auch letztendlich alles schon auf dem Markt und technisch möglich. So, dann kamen mal so Berechnungen. Mal für die, die es nicht wissen, wenn man ein Boot hat mit 4 Batterien, 100 Ampere, 12 Volt, also ein klassisches Segelboot, 40 bis 60 Fuß, die haben meistens schon 4 bis 6 Batterien, da habe ich schon 5 kW Speicher auf so einem Boot. Das heißt, das hier ist jetzt das Beispiel für den Hafen in Spanien. Selbst wenn Sie jetzt einen derzeit vorhandenen Hafen, nehmen wir mal einen größeren auf La Palma, es gibt größere auf Sardinien und so weiter, mit 1000 bis 5000 Booten, teilweise 6000 Booten, dann bekomme ich plötzlich ein riesen Speichervolumen, wenn ich Zugriff hätte auf die Batterien der Boote, die laut dieser Statistik der jungen Menschen laufend im Hafen stehen. Problematisch ist noch die B&Entladen. Da war aber auch jemand auf der Bootsmesse, der sich damit beschäftigt, der sagt, es wäre mit der heutigen Technik, mit Apps und mit kleinen elektronischen Teilen in diesen Ladesäulen in den Häfen möglich. Und durch eine geringe Änderung an den Booten mit so einem Bypass bei der Batterieladung. Wenn wir aber in die Zukunft denken, an die Boote, die ich Ihnen eben vorgestellt habe, also wenn man die neuen Katamarane, die neuen Segelboote, dann gibt es ja auch inzwischen Segelboote, die inzwischen aus einem anderen Material hergestellt werden, die gab es auch schon auf der Bootsmesse zu sehen. Und dann solche Katamarane und Segelboote der Zukunft, die teilweise 200 Kilowatt Speicher haben, 200 Kilowatt und 17 Kilowatt PV an Bord, dann bekomme ich selbst in diesem kleinen Hafen hier, den ich Ihnen eben gezeigt habe, es ist ein bisschen problematisch zurückzugehen, eben diesen kleinen Hafen mit den zwei Stegen, den habe ich dann einfach mal durchgerechnet. Die waren so freundlich und haben mir auch mal gesagt, was dieser Hafen derzeit an Energie im Jahr verbraucht. Das ist hier oben diese 385 Megawattstunden. Da
Da braucht dieser kleine Hafen schon an Strom im Jahr und dafür ungefähr 30 Megawattstunden für den Betrieb der kleinen Werft. Und dann haben wir uns, wie gesagt, diese zwei Stege da mal rausgenommen und haben die belegt mit den verschiedenen Booten, die jetzt schon am Markt sind. Also einmal mit den Katz und einmal mit den Sailing-Booten mit den 5 Kilowatt Peak und dann 140 Kilowatt Batteriespeichern. Und dann kommt man hier plötzlich auf richtige Leistungen, die im Endeffekt entweder den Gesamtproduktion und auch die Speicher für diesen kleinen Hafen und darüber hinaus darstellen. Also ich kann relativ schnell hier ziemlich große Leistungen abrufen. Und wenn ich auch, wie gesagt, statistisch davon ausgehe, dass die Boote mindestens ein halbes Jahr oder noch viel mehr im Hafen stehen. Vorteil wäre, der Hafen würde die Umgebung und den Ort, der nebendran ist, nicht mehr belasten, bis hin, dass zum Beispiel in Porto Azzurro oder auf Capri teilweise Boote aus dem Hafen verwiesen werden, weil sie einfach viel zu viel Strom verbrauchen, dass die Stadt Capri den Strom nicht mehr zur Verfügung stellen kann. Also in Zukunft wäre dann der Hafen das Kraftwerk mit seinen Booten und den Solaranlagen und den Windkraftanlagen, die vielleicht in der Umgebung dafür gebaut werden. Wir hätten keine Emissionen mehr an CO2. Es wäre eine nachhaltige und zukunftsfähige Lösung. Auch was die Kosten angeht, würde sich das natürlich für den Hafen lohnen. Das hat man auch schon mal berechnet in einer Masterthesis. Da gab es auch Unterlagen vom Bundesverband in Köln, wo wir das mal beleuchtet haben. Man würde viel mehr, weniger Müll produzieren. Die ganze Thema mit dem, bei den Elektrobooten, mit dem Betanken der Schiffe im Hafen, was auch eine wahnsinnige Belastung ist für das Meer. Also wenn Sie zum Beispiel in Split am Samstag reinkommen, da kommen dann immer so 1.000 bis 2.000 Boote rein zum Wechseln, Charterboote zum Wechseln und Tanken. Und dann sie da an der Tankstelle stehen, das sind also 10 Tankstellen, wo dann die Boote alle betankt werden. Das können Sie sich nicht vorstellen, was da allein nur beim Betanken ins Meer an Diesel schwappt und gelassen wird. Ja, es gibt diese SDGs der Vereinten Nationen, die könnte man natürlich als Maßstab nehmen, auch in Zukunft für so einen Hafen. Die wären dazu ganz gut nutzbar und auch zu gebrauchen. So, das war's erstmal im Großen und Ganzen von meiner Seite.